Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Ist die erst seit einigen Tagen geltende Impfpflicht überhaupt noch verhältnismäßig? Nein, glaubt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Und ich freue mich, ihn jetzt per Zuschaltung aus Salzburg begrüßen zu können. Guten Abend, Herr Landeshauptmann. Guten Abend, Frau Daniel. Sie haben jetzt, und Sie sind nicht der Einzige, Ihre Kollegen aus Kärnten und Burgenland haben schon vor ein paar Tagen in die Richtung argumentiert, Sie halten die Impfpflicht nicht mehr für unbedingt nötig. Sehe ich das richtig? Sie müssen so sehen, die Impfpflicht ist ein Grundrechtseingriff. Ein körperlicher Eingriff, und Grundrechtseingriffe sind nur dann zulässig, wenn sie unbedingt notwendig sind, um ein anderes, geschütztes, wichtigeres Rechtsgut sozusagen zu retten oder aufrechtzuerhalten. In dem Fall die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit unserer Krankenanstalten. Die Impfpflicht wurde unter dem Eindruck von Delta politisch beschlossen und dann in weiterer Folge juridisch ausgearbeitet. Und Delta war eine ganz andere Situation. Wir hatten im November eine dramatische Situation auf den Intensivstationen, eine Überforderung der Krankenanstalten, Operationen mussten abgesagt werden, andere nach hinten gerät. Und das Personal war auch in jeder Weise in einer Überforderungssituation. Und wir wollen alle so eine Situation nicht mehr erleben. Ergebnis und Folge waren Maßnahmen wie Lockdown für alle, wie diverse Einschränkungen, 2G und so weiter und so fort. Sie kennen das alles und die Impfpflicht. Und dann wurden aber die Spielregeln geändert durch Omikron. Omikron wesentlich infektiöser, keine schweren Verläufe, wesentlich weniger Patienten auf den Intensivstationen, die noch dazu viel kürzer dort verbleiben. Und daher ist es nicht nur legitim, sondern unbedingt erforderlich, der Frage nachzugehen, ob eine Impfpflicht als Grundrechtseingriff auch jetzt oder besser gesagt vor der Scharfstellung des Impfpflichtgesetzes am 15. März unbedingt notwendig ist, um eine gefährdete Situation der Krankenanstalten hintanzuhalten. Das ist ein ganz normaler Vorgang, finde ich, dass man immer wieder evaluiert, ob eine gesetzliche Maßnahme, ein Grundrechtseingriff erforderlich ist oder nicht. 15. März deswegen für die Zuschauer, die es vielleicht nicht so auswendig wissen, weil ab dann die Impfpflicht kontrolliert und auch gestraft würde. Aber wenn Sie die Entscheidung treffen würden, würden Sie die Impfpflicht aussetzen jetzt, wegen den geänderten Spielregeln? Ich glaube, wir müssen jetzt die Chance nutzen, die nächsten Wochen. Die Zeit haben wir ja, denn die Impfpflicht erfüllt ja nach dem Gesetz, wer am 15. März den Impfstatus hat, der im Gesetz vorgesehen ist. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Zwischenraum bis zum 15. März. Und jetzt können wir in Echtzeit beobachten, wie bei Omikron sozusagen vom Gipfel der Welle der abflachende Ast sich zeitverzögert in den Krankenanstalten niederschlägt und ob wir dort dann tatsächlich zu keinen Problemen kommen, wie uns die Prognosen vorhersagen. Und dann muss meines Erachtens Anfang März spätestens die im Gesetz vorgesehene Kommission zusammentreten. Die besteht aus Wissenschaftlern, aus Virologen, aus Prognostikern, aus Juristen, aus Verfassungsrechtlern. Und die müssen dann der Bundesregierung sagen, dem Gesundheitsminister sagen, ist notwendig oder ist nicht notwendig. Und sollte es, was ich hoffe und was wir uns eigentlich alle wünschen, glaube ich, sollte die Impfpflicht nicht notwendig sein, dann hat der Bundesminister die Chance, noch vor dem 15. März zu sagen, wir müssen jetzt die Impfpflicht nicht scharf stellen. Das Gesetz besteht weiter. Es ist wie ein Werkzeugkoffer, den man dann öffnet, wenn was herzurichten ist. Und es kann Ihnen ja kein Mensch sagen, was im Herbst für eine Entwicklung ist, sollte dort eine neue Mutation auftauchen. Und sollte es unbedingt erforderlich sein, dann auf eine Impfpflicht zurückgreifen zu müssen, dann sind zumindest die logistischen Vorgaben getroffen. Und man kann relativ zeitnah handeln. Genau die Frage habe ich schon letzte Woche dem Gesundheitsminister gestellt, weil es wurde ja auch weitgehend 2G wieder abgeschafft, nämlich mit der Erklärung, es sei nicht mehr verhältnismäßig.
Da habe ich ihn gefragt, ob dann eine Impfpflicht überhaupt noch verhältnismäßig sein kann. Und da war seine Erklärung, es geht eben bei der Impfpflicht um den Herbst, damit man die Impfquote, die Immunisierung, also auch Drittstiche so weit oben hat, um laut ihm in einen sichereren Herbst zu gehen. Ist das kein Argument, das für Sie gilt? Es ist ein virologisch-medizinisch nachvollziehbares Argument, aber es ist meines Erachtens verfassungsrechtlich nicht zulässig. Das sagen auch Verfassungsexperten, denn ein Grundrechtseingriff muss aktuell unbedingt notwendig sein, um das geschützte andere Rechtsgrund retten zu können. Und wenn wir in Wahrheit nicht wissen, was im Herbst sein wird, und die ganzen Wissenschaftler, Virologen, die man ja im Fernsehen hört, aber auch in meinem eigenen Beratungsgremium, die sagen in etwa, wir gehen relativ entspannt in das Frühjahr hinein, in den Sommer, auch klimatisch günstigere Voraussetzungen. Aber was im Herbst ist, weiß kein Mensch. Und man kann nicht auf Verdacht hin dann einen Grundrechtseingriff rechtfertigen. Das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Jetzt ist es natürlich so, dass Experten schon vor einigen Wochen gesagt haben, eigentlich sollte man die Impfpflicht verschieben. Löst man jetzt aber bei den Menschen nicht eine völlige Verwirrung aus, wenn eben Experten schon vor ein paar Wochen gesagt haben, wir könnten es verschieben, wenn Verfassungsjuristen tatsächlich anzweifeln, ob es dann überhaupt noch halten kann, man es trotzdem beschließt und dann doch wieder aussetzt? Ja, das Gesetz gibt es. Das ist ein Notfallsgesetz, ein Teil einer Notstandsgesetzgebung, fast möchte ich sagen. Ja. Das ist ja so wie Ausgangsbeschränkungen im Grunde genommen. Und wenn man das nicht unbedingt scharf stellen muss, dann sollte man es auch nicht scharf stellen. Und ich gebe Ihnen völlig recht, die Menschen sind verwirrt, aber die Pandemie nimmt darauf keine Rücksicht, weil sie einfach Haken schlägt, weil sie ganz andere Entwicklungen nimmt, als man erwartet. Kein Mensch hätte Ihnen im Sommer gesagt, dass im Herbst Delta auftaucht und dann Omikron. Und die Politik mit den Entscheidungsträgern und den Beratern hinkt natürlich immer her. Und Demokratie ist ein mühsamer Entscheidungsprozess, es sind Gremien einzuberufen, Parlamente, Abstimmungen, gesetzliche Grundlage. Das ist auch der große Vorteil der Demokratie. Aber der Nachteil ist, man ist da eben langsam in der Reaktion. Und oft richtet man dann die Maßnahmen her für eine Situation, die sich dann, wenn die Maßnahmen zur Verfügung stehen, längst überholt hat und eine ganz andere Situation gegeben ist. Fürchten Sie, wenn man es nicht aussetzen würde, dass der Verfassungsgerichtshof sie tatsächlich kippen würde, die Impfpflicht? Das könnte sein, das maße ich mir nicht an, Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes sozusagen vorherzusagen. Aus meiner Sicht ist es aber klar, und das ergibt sich ja auch aus der Begründung des Gesetzes, dass die Impfpflicht deshalb erlassen wurde, weil man sie zur Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems als unbedingt erforderlich sieht. Und jetzt haben wir aber eine geänderte Beurteilungsgrundlage. Die sollte man jetzt in der Beobachtung noch vertiefen. Es passiert derweil ja nichts. Und dann kann man Anfang März entscheiden, braucht man die Impfpflicht wirklich, sollen wir sie wirklich scharf stellen oder nicht. Und ich glaube, das ist auch meine Anregung, und das ist ja ein ganz normaler Prozess, auch in der Politik oder in einem Unternehmen, dass man auf geänderte Verhältnisse entsprechend reagiert. Eine Entscheidung, die Anfang März wahrscheinlich auch anstehen wird, ist, wie weit man lockern kann, ob man so einen sogenannten Freedom Day, wie er in Großbritannien, in Dänemark passiert ist, wo de facto eigentlich alles wieder gelockert wird. Ist das etwas, das Sie befürworten würden? Die Frage habe ich meiner Expertenrunde auch gestellt, die ja international zusammengesetzt ist. Und die Antwort war, noch 3 bis 4 Wochen zu warten, so gegen Anfang März, Mitte März hin. Und wenn dann die Inzidenzen wirklich entscheidend nach unten gehen, dann kann man so einen Freedom Day ausrufen. Derzeit wäre es allerdings noch zu früh. Und die Experten haben auch gesagt, dass der Stufenplan der Bundesregierung hier in Schritten aus den Maßnahmen herauszugehen auch richtig ist. Wie gesagt, für mich müsste in der Schule und bei den Bildungseinrichtungen etwas schneller vorgegangen werden, weil hier die Kollateralschäden unter den Kindern und Jugendlichen doch enorm sind. Sie meinen, dass man die Masken jetzt auch für Unterstufe, Oberstufe wieder fallen lässt? Zum Beispiel. Und was wir noch brauchen, ist auch eine Diskussion über eine
Teststrategie? Ist es wirklich sinnvoll, flächendeckend zu sehr hohen Kosten PCR-Tests, Antigentests auszurollen? Oder will man priorisieren, indem man nur mehr behördliche Tests durchführt für symptomatische Personen und für den Zugang zu jenen Einrichtungen, die halt vulnerabel sind, wie Krankenhäuser oder Seniorenwohnheimen etc. Und wie man hier insgesamt auch die Vorbereitungen für den Herbst trifft, ob man ausreichend Laborkapazitäten hat. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil eben kein Mensch weiß, was im Herbst sein wird. Aber diese Diskussion über eine Teststrategie, die muss man jetzt beginnen zu führen. Sie meinen, dass die Tests, vor allem die PCR-Tests, auch wieder kostenpflichtig würden? Das muss sich in eine Gesamtstrategie einfügen. Ich glaube, das ist nur ein Teil, Puzzlestück, die Kostenpflicht. Wenn man priorisiert, das heißt nur begrenzte Bevölkerungsgruppen testet, dann müssen die meines Erachtens unentgeltlich sein. Das ist durchaus vertretbar. Wir haben ja auch die Situation 3G am Arbeitsplatz. Das ist ja eine Vorgabe, da kommt man ja ungeimpften Personen entgegen, denen man sagt, du kannst dich gratis testen lassen. Wir in Salzburg sind da einen Schritt weiter, weil wir ja in Abstimmung mit dem Bund unser PCR-Testsystem auch ergänzt haben durch Wohnzimmer-Antigen-Tests. Die muss man aber kaufen in der Apotheke. Das ist jetzt nicht rasend teuer, aber es kostet eben etwas. Und das funktioniert eigentlich anstandslos. Und in diese Richtung hin wird die Entwicklung auch gehen, glaube ich. Zum Abschluss, soll 3G am Arbeitsplatz dann eigentlich bleiben oder soll das gekippt werden? Also wenn es wirklich einen Freedom Day gibt, irgendwann im März oder im April, wenn der richtige Zeitpunkt ist, dann können alle Maßnahmen weg von den Zutrittstests, von den 2G, 3G und irgendwann einmal auch die Masken weg. Das wäre der Wunsch und das Ziel und eine völlige Normalisierung in der Gesellschaft. Ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht. Alle Experten sagen, die Pandemie ist endemisch geworden, das heißt, sie bleibt uns aber eben in einem geringeren Verlauf saisonabhängig, mit dem man leben wird, genauso wie mit der Grippe und wie mit Influenza. Gut, Herr Landeshauptmann, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Schönen guten Abend nach Salzburg. Danke, Herr Landeshauptmann. Danke, dass Sie da sind. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.